Wir wurden von der Feuerwehrleitstelle Esslingen zu einem schweren Verkehrsunfall der Stufe 3 mit mehreren LKWs alarmiert und sind davon ausgegangen, dass mehrere Personen in den LKWs eingeklemmt waren. Die Lage beim Eintreffen war folgendermaßen: Es waren drei LKWs beteiligt, ein LKW ist massiv auf einen anderen aufgefahren, der dritte wurde nur vorgeschoben, das Führerhaus von dem auffahrenden LKW war komplett demoliert. Wir haben dann eine Zugangsöffnung nochmal zusätzlich geschaffen, um zu überprüfen, ob Personen in dem LKW eingeklemmt sind. Das war Gott sei Dank nicht der Fall. Die zwei verletzten Personen konnten notärztlich versorgt werden und im Krankenhaus dann verbracht werden. Des Weiteren waren die Aufgaben der Feuerwehr, Betriebsstoffe aufnehmen, den Brandschutz sicherstellen und auch an dem einfuhrenden LKW, verunfallten LKW nachzusehen, was der geladen hat. Der hat Kühlschränke drin gehabt. Wir mussten dann überprüfen, ob noch eine entsprechende Flüssigkeit ausgelaufen ist. Die Feuerwehr Kirchheim, Abteilung Stadtmitte, war mit 7 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften an der Einsatzstelle vor Ort. Wir sind hier auf der Autobahn A8 in Fahrt Richtung Karlsruhe. Kurz vor dem Kreuz Wendlingen kam es hier zu einem Dreifach-Auffahrunfall. Darin verwickelt drei LKWs. Das erste Fahrzeug konnten wir relativ schnell flott machen und die Weiterfahrt zumindest bis zur nächsten Raststätte ermöglichen. Das zweite Fahrzeug haben wir jetzt im Moment mit der Seilwinde gerade gezogen und aus der rechten Fahrspur raus, sodass der Verkehr abfließen kann. Und für das dritte Fahrzeug, für den dritten Sattelzug, sind im Moment in Anfahrt ein weiterer LKW Abschleppwagen sowie ein Abschleppwagen mit Ladekran. Hier werden wir jetzt gemeinsam mit der Feuerwehr das Fahrerhaus abnehmen und dann auch dieses Fahrzeug zum Betriebshof erstmal abschleppen und so die Fahrbahn hoffentlich zeitnah wieder frei bekommen. Gut, wir müssen jetzt schauen, dass wir aufgrund der hohen Verkehrsdichte relativ zügig vorankommen. Die Fahrzeuge an sich waren zum Glück nicht allzu sehr ineinander verkeilt, sodass das Ganze sich jetzt im Moment doch ganz einfach und schnell erledigen ließ. Jetzt noch die Herausforderung, das Abnehmen von dem Fahrerhaus, von dem insgesamt dritten Fahrzeug. Das wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber auch hier schauen wir, dass wir das Ganze so schnell wie möglich vonstatten kriegen, um auch hier die Fahrzeuge wieder freie Fahrt zu ermöglichen.